du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Fallout 3 für die PS5. Wir werden heute mal was anderes machen. Wir werden heute mal nach Paradise Falls gehen, weil wir können uns nämlich im Spiel dumm und dusselig verdienen, indem wir Leute versklaven. Random Raider und Talan Company Spinner und so. Und ich habe ja schon mal erwähnt, hier oben, das ist hier. Das kann man nicht verwechseln. Das hier oben ist Paradise Falls, deswegen gehen wir dahin. Und werden uns so einen Vertrag geben lassen, dass wir, beziehungsweise ein Messmegatron, ein Gerät, mit dem wir dann Leute betäuben können, um sie dann zu versklaven, ist jetzt nicht nett. Und wir werden später auch Sklaven helfen. Oh, da ist was Rotes. Ist jetzt nicht gerade nett. Ah, oh, Submutanten, oh. So weit hier draußen in Ödland? Okay, das ist krass. Und sind Tower auch noch. Ja, wie bereits gesagt, wir werden jetzt nach Paradise Falls gehen und dort einfach mal eine neue Möglichkeit finden, um an sehr viel Geld ranzukommen. Ja, jetzt sind Tower, die, oh, die waren damals so hässlich gewesen. Schon wäre rausgeholt, ja. Also Mutanten und deren Verbündeten, die schlucken eine ganze Menge wie Tic-Tacs. Abhauen, das sind Mutanten, wir hauen ab. Strategischer Rückzug. Lass mich bloß in Ruhe. Au. Dann regen die drauf oder was? Was haben wir? Ach, riesige Köter auch noch. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Also, wir haben hier einen Zungentanken, wo ist diese Köter? Ach, da ist das gut. Ja, traumhaft. Schlucken, Stimpack, Stimpack, ah. Das Köter. Nicht so nett. Sagt der Typ, der gleich, der Leute was klar. Ach Gott, der fliegt auch noch. Das Vieh nervt, weg damit. So muss das sein. Ja, ich muss ganz dringend abhauen. Der ist ein fucking Supermutant. Bah. Das kann es mir zu riskant, Mann. Später, wenn ich genug krasse Waffen habe, dann können wir gerne drüber reden. Aber jetzt ist das natürlich mehr als schlecht. Die Gelegenheit, ich könnte auch eigentlich auch mal bei den Ruinen von Bethesda nachgucken. Ruinen von Bethesda, die waren ja. Nee, mal. Wir kommen jetzt hier. Auf jeden Fall, ich habe mich mal verlaufen. Ich habe mich mal verlaufen, da bin ich bei den Ruinen von Bethesda rausgekommen. Da würde ich auch mal gerne hingehen wollen. Ich kann es miteinander kombinieren, dass ich quasi zu den Ruinen von Bethesda gehe und die Leute versklaven werde und. Robe hören, ach nee. Du kriegst der Tür nicht zu. Da oben noch mehr Rot. Ach. Blähfliege, okay. Submutant, Blähfliege, Robohörn. Das ist gerade nicht gut für uns. Wir rennen Richtung Paradise Falls, das ist immer sicher. Klar, das sind Sklavenhändler und menschenverachtende Menschen, aber hey. Nur ein Treffer landen. Okay, wer gäbe ich die drei direkt? Ja, eins auf jeden Fall weg. Wie sieht es mit den anderen Bissen aus? Das ist hier daneben. Der hat gesessen. Okay. Ach nee, ich habe doch alle drei getroffen. Ah. Okay, ich habe alle drei vom Himmel gepflückt. Geil. Submutanten Beasts, die sind sogar noch brutaler als die normalen Submutanten. Okay, wir haben ein Problem. Ich hätte sogar ein Sturmgewehr dabei. Scheiße. Gut, Leute. Wir ergreifen die Flucht.
Hier bleibt nichts anderes übrig. Die sind mir haushoch überlegen. Grün. Ein Augenbordenkel. Ach Gott. Der kann mir absolut nicht helfen. Boah, der hat sogar eine Minigun. Nee. Hier, der daneben, der hat eine Minigun. Warte mal. Nee, Sturmgewehr. Was? Okay, dann ballert der einfach nur ziemlich schnell. Okay. Paradise Falls. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer zu erreichen wird, ey. Super. Da kann ich auch voll was dafür, wenn wir hier so viele Idioten auf die Pelle rücken. Ja, ja, das ist dieses Maskottchen von Paradise Falls. Ja, ja, man kennt's. Keine Wurmtanten mehr da. Sehr gut. Na gut, ab hier finde ich auch alleine rein. Markierung weg. Den großen Jungen, den kann man nicht verfehlen. Wir gehen jetzt mal rein, handeln da einen Deal aus mit denen. Deswegen bin ich hier. Hey, ich versuche auch nur zu überleben hier im Ödland. Wenn es dazu gehört, Menschen zu versklaven, meine Güte. Da nicht, da auch nicht. Wir finden hier schon einen Eingang. Blöd wäre nur, wenn jetzt noch eine Mine rumliegen würde. Das wäre jetzt nicht so geil. Hier muss irgendwo der Eingang sein. Irgendwo ist der Eingang, da ist eine Wache und mit dem müssen wir halt quatschen, das weiß ich noch. Machen wir das? Ja, natürlich machen wir das. Da. Nee, oder? Hier ist nicht der Eingang. Muss irgendwo der Eingang sein. Hier muss irgendwo der Eingang sein. Ja, und wir werden natürlich auch den Sklaven helfen. Es gibt hier eine Menge Sklaven, die wir befreien können. Und da auch unter anderem die draußen in der Wüste. Die haben ja auch so einen riesen Fort gebaut. Wo sie sich halt verschanzt haben. Da werden wir natürlich hingehen. Und den und die Arme greifen. Da müssen wir unter anderem auch hier Abraham Lincoln sein Zeug holen und so. Und ach, das wird spaßig. Hier ist der Eingang. Okay. Hier ist der große Eingang. Sehr gut. Okay, ja, wir sind... welche Aufgabe dann nochmal? Ach ja, stimmt. Den kleinen Jungen dann ins Haus finden. Okay, wir könnten den auch an die Sklaven verkaufen. Werden wir es machen? Nein. Wieso? Weil es böse ist. Klar, aber erwachsene Menschen was Sklaven finde ich in Ordnung. Ja, irgendwie schon. Finde ich irgendwie schon. So, gehen wir doch mal rein. Wir gehen jetzt rein und sagen, hallo, wir hauchen dir das richtig schön ins Ohr rein. Paradise Falls. Stopp! In Paradise Falls hat keiner was zu suchen, es sei denn, er treibt Sklavenhandel. Und ich entscheide, was Sklavenhandel ist und was nicht. Egal, es ist kein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte. Kann ich nach oben gehen? Paradise Falls, was ist das? Wollen Sie mich verarschen? Sie haben noch nie von Paradise Falls gehört? Kommen Sie direkt aus der Vault oder was? Da wohnen die Sklavenhändler. Wir verkaufen dort die Sklaven, die wir im Ödland aufgabeln. Und? Interesse am Kauf oder Verkauf? Wenn nicht, dann ciao. Sklaven, also Menschen, das ist entsetzlich. Sklaven, das? Naja, jeder muss seinen Lebensunterhalt verdienen. So sieht's aus. Und wenn man schon selbst nicht zäh genug ist, um zu überleben, kann man wenigstens denen helfen, die was drauf haben. Ich habe keine Zeit für Schwätzchen mit dem Helferlein. Lassen Sie mich durch. Warum kann ich da nicht hinauf? Ich mache keinen Ärger. Ich möchte mich nur umsehen. Ich muss jetzt gehen. Warum kann ich da nicht hinauf? Hier in Paradise Falls gibt es zwei Arten von Leuten. Sklaven und Sklavenhändler. Also verpiss dich, wenn du kein Sklave werden willst. Jeder hat seinen Preis. Was ist Ihrer? Was zum Teufel ist Ihr Problem? Lassen Sie mich rein.
Brauchen Sie irgendwas? Ich helfe Ihnen, wenn Sie mich reinlassen. Abgemacht? Eulogy Jones. Ja. Sprachausführung, alles klar, kein Problem. Ich habe doch hier noch meinen schnieken, schmutzigen Anzug, der mir noch ein bisschen Charisma gibt, dann wird das ja kein Problem darstellen. Ja, den überzeuge ich. Hier, da kann ich mir noch den breiten Hut aufsetzen. So, jetzt sehe ich aus wie Mr. Burke. Quatschen wir mit dem Mann. Natürlich sprechen wir für... Ich habe ja mehr Charisma, deswegen... Einfach mal Hallo sagen. Mal gucken, wie ihm das gefallen wird. Stopp! In Paris! Ja, ich komme aus der Vault. Jeder muss Lebensmittel halt verdienen. Warum kann ich da nicht hinauf? Vielleicht lässt sich was machen, aber billig wird's nicht sein. Wenn ich für sie bürge und sie vermasseln's, muss ich dran glauben. Ich denke, 500 Kronkorken sollten genügen. Einverstanden? Hier sind 500 Kronkorken. Darf ich jetzt doch rein? Danke! Freut mich, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Paradise Falls. Eine gut gemeinte Warnung. Benehmen Sie sich nicht wie ein Esel. Sie werden keine zweite Chance bekommen. Sie schon wieder? Was wollen Sie? Ich würde gerne... Ich überlege, in dieser Branche zur Arbeit, brauchen Sie einen Hundefänger? Eulogy ist ziemlich wählerisch, was die Mitglieder seines Paradise Falls Teams angeht. Und die Auswahlgespräche sind verdammt schmerzhaft. Aber vielleicht kommen wir zu einer beidseitig nützlichen Vereinbarung. Nur unter uns. Denken Sie, dass Sie das Zeug dazu haben? Wollen Sie eine verdammte Inhaltsangabe? Sagen Sie, was ich tun soll, ihr Vollidiot. So schwer kann das doch nicht sein. Sie sind schließlich ein Sklavenhändler. Ich kann auch Kriminelle und so versklaven, nicht unbedingt unschuldig, oder? Ja, ich würde es gerne wissen. Ich versichere Ihnen, dass keiner, den Sie mir bringen sollen, unschuldig ist. Was immer das auch heißen soll. Eulogy hat einen Spezialvertrag über ein paar VIPs. Wenn Sie sie mir bringen, teile ich das Kopfgeld mit Ihnen. Einverstanden? Ich werde ein paar Sklaven auftreiben, aber wozu das Ganze? Gut, dass Sie fragen. Ich habe hier dieses Messmetron-Ding. Ist eine Art Elektroschocker. Können Sie den für mich mal testen? Ist ein Forschungsprojekt. Sie nehmen diese Messer, feuern damit auf irgendeinen Idioten und ziehen ihm dann, während er vor sich hindämmert, eins von diesen Halsbändern über. Ja, Vorsicht mit dem Halsband, es explodiert, wenn man daran herumfummelt. Der Sklave soll es sofort rüberschieben, sonst sprengt's ihm den Kopf ab. Alles kapiert? Ich wiederhole mich ungern. Bei diesem Messmeton war so ein Handbuch dabei. Ich habe keine Zeit für den Mist. Ich will mal hoffen, dass Sie lesen können. Erzählen Sie mir mehr über dieses Messmegatron. Großartig. Ich plaudere liebend gern noch weiter mit Ihnen. Was zum Teufel wollen Sie denn wissen? Ich muss etwa... hier kann ich... Wie funktioniert das Messmegatron? Woher soll ich das verdammt nochmal wissen? Hab's in der alten Militärbasis gefunden. Das ist eine Knarre, richtig? Also einfach zielen und abdrücken. Haben Sie schon mal ins Handbuch geschaut? Sie verschwenden gerne meine Zeit. Stimmt's? Wo haben Sie das Ding gefunden? Ich hab's aus einer Kiste in irgendeiner alten Militärbasis. Ich wollte das Ding schon immer mal ausprobieren, habe aber bisher nie die Zeit dazu gehabt. Übrigens, wenn ich mir das Handbuch so anschaue, scheint das Ding ein bisschen instabil zu sein. Danke, dass Sie es für mich getestet haben. Das erste... Falls Sie weitere Fragen haben, lesen Sie das Handbuch. Falls Sie nicht lesen können, suchen Sie sich ein paar Raiders. Hab keine Zeit für Idioten. Erzählen Sie mir von diesen bevorzugten Zielpersonen, die ich unterjochen soll. Zu welcher Zielperson wollen Sie denn was wissen? Ah, jetzt ist interessant. Susan Lancaster lebt im Tenpenny Tower. Sie war eine von uns. Sagen wir einfach mal, sie hat noch nicht die Ablöse bezahlt. Schön formuliert. Red? Red ist diese heiße Doktor-Mieze aus Big Town. Sie hat uns ein paar Versprechen gemacht, die sie nicht gehalten hat. Zeit, sie daran zu erinnern. Fleck war mal einer von uns. Denkt, er kann in River City ein neues Leben anfangen. Er hat uns nicht nur einmal verraten. Es ist Zeit, Rache zu nehmen. Großartig. War nicht meine Idee, den ganzen Tag über diese Sauigel zu reden.
Wollen Sie nur diese VIPs oder auch andere Sklaven? Bringen Sie mir einen dieser VIPs, dann bringe ich sie nach Paradise Falls. Seit ich für Eulogy ständig den Aufpasser spielen muss, habe ich allerdings kaum noch Zeit, Kopfgeld einzusacken. Wenn Sie irgendwelche Sklaven auftreiben, werde ich die Vergütung gerne mit Ihnen teilen. Aber machen Sie keine Dummheiten. Ich bin es, der die Sklavenhalsband-Funksignale überwacht und neue Ankömmlinge registriert. Ja, wir kriegen das schon hin. Ich würde gerne mehr über diesen Sklavenhalsband erfahren. Meine Herren, halten Sie eigentlich irgendwann auch mal die Klappe? Was wollen Sie denn wissen? Wie funktioniert das Halsband? Das Band sendet ein Funksignal nach Paradise Fall. Wenn ein Sklave in die falsche Richtung läuft, wird ein Knopf gedrückt und der Kopf macht Kaboom. Wurde ein Halsband einmal übergezogen, kann es unterwegs nicht mehr abgenommen werden. Wenn man dran rumfummelt, explodiert es. Also, Finger weg. Wie mache ich das an einem Sklaven fest? Hören Sie, ich habe Ihnen doch dieses Messmetron-Ding gegeben. Damit sollte es eigentlich kinderleicht sein. Verdammt, wenn Sie ihn mit diesem Ding eins überziehen, wette ich, dass die Leute wahrscheinlich drum betteln werden, es sich selbst anzulegen. Wem kann ich es anlegen? Mir völlig wurscht, wem Sie es verdammt nochmal anlegen. Ich teile mit Ihnen das Kopfgeld für jeden Sklaven, den Sie uns bringen. Aber Sie können es den Leuten nicht einfach so überziehen, sondern Sie müssen sie zuerst betäuben. Benutzen Sie dazu den Messer. Sollte kinderleicht sein. Okay, Zeit zu gehen. Großartig. Hab mich schon gefragt, wann Sie endlich den Rand halten. Geil. So, ab nach Paradise Falls. Wir können ja auch ein bisschen reingehen und ein bisschen quatschen. Und da werden so viele Leute versklaven und eine Menge Geld kassieren. Das wird herrlich. Das ist genau das, worauf ich Bock habe. Wir schaffen es. Nein! Ist dir dein Halsband explodiert? Oh mein Gott. Hi, Kleiner. Oh Gott, Sie müssen uns helfen. Holen Sie uns hier raus. Du backst ein bisschen, Kumpel. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Leute backen. Das ist grundsätzlich immer ein sehr, 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 sehr gutes Zeichen, wenn die Leute vor sich hin backen. Hey, Kumpel. Was gibt's da zu glotzen, hä? Wie zum Teufel brachten Sie den Kopf dieses Kerls zum Explodieren? Ja, wegen dem Hundehalsband, na klar. Da ist er selbst schuld. Der dumme Knallkopf hätte wissen müssen, dass das Halsband hochgeht. Jetzt muss jemand die ganze Sauerei wegputzen. Na, viel Spaß dabei, 40. Paradise Falls, wir gehen jetzt rein und sagen, hallo, wir hauchen denen das richtig schön ins Ohr rein. Hallo. Das wird denen gefallen. Ja, ja. Ich weiß ja, wie die ticken. Die stehen auf sowas. Und es regnet Totenköpfe. Hallo, Totenkopf. Hey, passen Sie besser auf. Hey, hab dich mal nicht so. Wir gucken uns hier noch ganz in Ruhe um. Ich sag's zum letzten Mal. Es reicht. Bitte. Nein. Ich bin nicht schuld. Ich schwör's. Das war der letzte Fehler, kleiner Barkeeper. Hier drüben! Wo? Hier drüben! Gut, das war's dann wohl. Hallo, ich bin Emir. Was spielt das für eine Rolle? Wichtig ist doch nur, wo ich bin. Und das ist hier. Ich habe meine Jungen, meine Freunde, einen Haufen Kronkorken und genügend Hochprozentiges. Warum in der Vergangenheit wühlen, wenn die Gegenwart einen anlacht? Er mischte Wasser in meinen Wodka, um mir mehr Kronkorken abzuknöpfen. Verwässert meinen Drink und will auch noch mehr Geld dafür. Vielleicht ist der nächste Barmann ja nicht so dumm. An sich clever, aber man schmeckt's halt raus. Das ist jetzt, ja. Tschüssi. Hey Frank, ich bediene mich mal, ne? Dupdi-dupdi-du, dupdi-du, dupdi-du. Natürlich wollte ich, dass ich mich am Kühlschrank vergreife, kippen. Guten Abend. Hallo, Teufelchen. Ja, die sind um was geht's? Böse. Ja, was haben wir denn hier? Frischfleisch, direkt aus dem Ödland. Wollen Sie aus freien Stücken zu den anderen in den Pferch springen? Oder soll ich Sie bewusstlos schlagen und reintragen? Aber Sie sind so verdammt gemein. Ich bin nicht gemein, ganz im Gegenteil. Gemein? Sie hätten meinen Vater sehen sollen. Der Hundesohn schneidet ihnen die Beine ab, nur um sie auszulachen, wenn sie versuchen, davon zu kriechen.
Hab selbst gesehen, konnte sich kaum halten vor Lachen. Nach einer Stunde wurde ihm langweilig, also schlug er der armen Sau einfach den Schädel ein. Wenn ich so zurückdenke, eigentlich war es echt ziemlich lustig. Ich bin mal weg. Tschüss. Hey. Ich glaube nicht, dass ich ihren Kadaver mit dem übrigen Fleisch in den Stall werfen werde. Jotun. Schön, Sie kennenzulernen, Jotun. Ich freue mich gar nicht. Was wollen Sie? Was machen Sie hier? Ich sehe zu, dass meinem Vater nichts passiert. Das ist ein ganz schön großer Job. Ja, tschüssi. Ja. Also das ist halt hier der Junge, von dem er Ymir geredet hat. Hier, jetzt ist natürlich alles als stehen. Nee, doch nicht als stehen. Okay. Boah, lecker Bram. Jetzt so ein schönes Stück einfach nur rausreißen. Eugenes Bude. Ich glaube, der schläft mittlerweile, oder? Aus. Ein Kampffilm. Ja, stimmt. Ja. Ich will hier keinen Kammer, weil es alles böse Menschen sind. Da war ja was. Willkommen in Paradise Falls, Sir. Treten Sie näher. Hallöchen. Sie möchten sicher gerne bei uns Kunde werden. Ich hoffe, Paradise Falls kann Ihren Wünschen gerecht werden. Wir urteilen nicht, wir stellen keine Vermutungen an. Wir wissen, dass die Welt hart ist und dass jeder selbst zusehen muss, wie er überlebt. Gut, gibt es etwas Bestimmtes, an dem Sie Interesse hätten? Ja, das machen wir ein anderes Mal. Wenn wir da ein Steinbrett haben und so, dann machen wir das natürlich. Wir müssen erstmal selber gucken, also schwieriges Thema. Paradise Falls ist hier, wenn... Also wir trotzdem eine Runde pennen wollen. Ach, Sie können an diesem Ort nicht pennen, weil es voller böser Menschen ist. Alles klar. Bankhofpuppe, ja, für Sprache. Gib mal her. Simutwerk Limited Edition, die Inschrift auf dem Sockel lautet, mögen ihre Worte ihre Waffe sein. Sprache wurde darauf um 10 Punkte erhöht. Ja. Auftrag vom Commonwealth. Ach ja, das mit den... Ja, da fing das ja an mit den ganzen Zins. Reinhorn. Wir haben einen kleinen Auftrag aus dem Commonwealth. Ein sehr wichtiger Sklave ist anscheinend in das Ödland geflüchtet. Naja, es handelt sich dabei nicht direkt um einen Sklaven, sondern das, was sie einen Androiden nennen. Eine Art synthetischer Mensch. Aber es geht nicht darum, wer der Typ ist, sondern darum, dass wir dafür mehr Kohle bekommen, als ihr euch vorstellen könnt. Anscheinend hat der Synthmensch vor, einen Arzt und einen Techniker zu kontaktieren. Wenn ihr einen Anteil wollt, macht euch auf die Socken. Ja. Der ist, speziell. Safe. Natürlich knack ich den Safe von den Bösewichten. Komm. Bus bauen. Scheiße. Ich meine, wir sind gerade versteckt. Natürlich knack ich das Ding. Gelegenheit macht Diebe. Ich will jetzt nicht so viel Kronkorken. 50, aber alleine 500 bezahlt mir reinzukommen. Schmutzige Vorkriegsbusiness. Na gut, hab ich auch. Kippen, ich glaube, ich kann die nicht verkaufen, weil die ja gestohlen sind. Wir gucken, was wir noch so klauen können. Ich glaube, Hut, der hat ja, glaube ich, noch so einen Hut irgendwie rumliegen gehabt, den ich klauen konnte, oder? Geschäftlich hier. Luigi Jones Hut, genau, den will ich haben. Danke. Ich habe einen neuen Hut, ich habe einen neuen Hut. Charisma wird um 1 erhöht, danke. Wie sehe ich damit aus? Yeah, Baby. Schnieke. Was wollen Sie, elendiger Spießer? Ja, die Clover, können wir übrigens für unser Team rekrutieren. Hallöchen, ja, Papa, eine Menge Nuka-Cola hat der Mann bei sich. Es tut mir so leid. Was soll ich tun? Solltet ihr auch verdammt nochmal leid tun. Wenn ich was sage, hörst du gefälligst zu. Eigentlich sollte ich nicht mal den Mund aufmachen müssen.
Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Wie kann ich es wieder gut machen? Sag mir, was ich tun soll. Mr. Eulogy, kann ich mal kurz was loswerden? Wenn ich nicht störe, meine ich. Warum störst du mich, Clover? Hm? Was willst du? Es geht um, Crimson. Ich glaube, es wäre an der Zeit, sie gehen zu lassen, so wie es geplant war. Dann haben wir uns beide allein. Das hast nicht du zu entscheiden. Du lässt sie in Ruhe, außer ich sage dir was anderes. Kapiert? Ja, Papa. Tut mir leid, Papa. Hübsch, nicht wahr? Die Details regelt Mr. Eulogy. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Es kann sein, dass sie ihn einfach nur Daddy nennt, weil sie gerne mit ihm alleine sein möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ich beobachte sie. Ja, wir werden beobachtet, alles klar. Nee, ein Glück haben wir die Cola gerade nicht mitgenommen, sonst hätte uns Clover einen Kopf kürzer gemacht. Warum liegt da Stroh rum und ein Skelett? Hätte man ruhig ein bisschen besser aufräumen können. Aber kommen wir denn da raus? Paradise Falls, Balkon bestimmt irgendwie. Ja, Balkon. Hier oben in der Öffentlichkeit war. Ja, wer drauf steht. Ja, klar. Ich warte ja auch ständig in der Öffentlichkeit. Was? Was willst du von mir, Kumpel? Ja. Genau, erst Brahmin, dann hinter die Sklaven. Genau. Die Kiste, die lässt sich natürlich nicht öffnen. Was gibt's denn hier eigentlich? Wir gucken jetzt einmal überall um. Eine Menge Pilze hier. Könnte man mal ruhig mal wieder ein bisschen sauer machen. Boah, ist das eklig hier. Abflussgitter? Ja, hier gibt's ja diesen unterirdischen Tunnel. Zum Pferch von den ganzen Sklaven. Na, wir können sie entweder freikaufen oder halt hier einen Ausbruchsversuch starten. Ist uns überlassen. Wir haben auf jeden Fall einige Optionen zur Verfügung. Wenn wir nur mal die Leute hier angucken. Mensch. Ach, hier, da. Hallo, Junge. Hey, sie! Können Sie uns hier rausholen? Ich bin Sammy und komme aus Little Lamplight. Ich und Squirrel und Penny, wir gehören hier nicht her. Wir müssen nach Hause. Sie müssen uns helfen, hier rauszukommen. Hören Sie, wir gehören hier nicht her. Wir wohnen in Little Lamplight. Schon mal davon gehört? Klar, die meisten anderen Mungos wissen auch nicht, wo Little Lamplight liegt. Das ist Absicht. Wir müssen hier raus. Wenn Sie uns helfen, zeige ich Ihnen, wo die Stadt liegt. Vielleicht ist der Bürgermeister sogar nett zu Ihnen. Können Sie nicht einfach alle erschießen? Naja, ich meine, Squirrel glaubt, er kann in den Computer hier einsteigen und die Halsbänder abschalten. Squirrel kennt sich mit Computern aus. Sie wissen nicht, dass er diesen hier repariert hat. Aber er ist, nicht mit dem Netz verbunden oder so. Warten Sie einen Moment. Ich hole Squirrel. Er kann Ihnen sagen, was zu tun ist. Na, dann hol ihn mal, mein Kleiner. Komm. Und dann prügel ich euch ein bisschen Vernunft ein, dass ihr versucht, mich davon zu überzeugen, euch zu helfen. Sie sind der Mungo, der uns helfen wird, oder? Sammy meint, Sie wollen den Plan wissen. Hören Sie also gut zu, denn es ist ein guter Plan. Ich bin nämlich sehr schlau. Ich muss nur wissen, was ich jetzt machen soll. Okay, wie ist der Plan? Der ganze Plan. Okay, cool. Der Plan wird Ihnen gefallen. Und ich weiß, dass er funktionieren wird. Wir stecken hinter diesen Zaun, okay? Aber selbst wenn wir am Zaun und den Mungos mit den Knarren vorbeikommen, können wir nicht weg. Sie haben uns diese Halsbänder angelegt. Ein Schritt zu weit und wir fliegen in die Luft. Sie sind nicht abzunehmen. Also müssen wir sie ausschalten. In dem Gebäude habe ich ein altes Terminal entdeckt. Voll verstaubt, aber mit ein paar Handgriffen läuft es wieder. Wie gesagt, ich bin super schlau. Die Halsbänder werden über ein Terminal ein- und ausgeschaltet.
wenn sie die Terminals verbinden, kann ich die Bänder unbemerkt abschalten. Als nächstes müssen wir nur den Zaun öffnen, uns an den bewaffneten Mungus vorbeischleichen und wir sind weg. Klingt gut, was? Sind Sie dabei? Wo ist das Terminal, an das ich ran muss? Ich habe Ihnen ja gesagt, das Teil steht im Zimmer des Chefs. Sie müssen sich reinschleichen oder so. Wie Sie da reinkommen, ist Ihre Sache, Mungo. Gibt's keinen anderen Weg nach draußen? Sie sind wirklich nicht besonders helle, was? Ich sagte Ihnen bereits, das ist der Plan. Einen anderen habe ich nicht. Okay, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Wow, danke. Überanstrengen Sie sich nicht, okay? Sehr freundliche Kinder. Ja, wir gucken einfach mal, was wir so tun können. Ich werde auf jeden Fall erstmal rausgehen und ein paar Vollidioten versklaven gehen. Kommt ihr mit? Ja, da haben wir das Ding. Der Gerät. Das ist der Gerät, darf ich vorstellen? Der Gerät. Und mit der Gerät und der Gerät wird uns sehr reich machen. Was haben wir hier noch? Die Klinik. Hallöchen. Ich stelle mich mal vor. Oh, süßer Teddybär mit einem Messerchen. Schlüssel erforderlich. Für alles brauchen wir einen Schlüssel. Okay, hat bestimmt der Hauptarzt, oder? Der Chefarzt hat das bestimmt bei sich. Redet ihr mit dem Mann oder Frau oder was auch immer. Hier können wir auch schlafen. Okay, sieht aus, als ob hier ein Drogenjunkie wohnen würde. Cutter. Ödland Chirurgen-Outfit. Moment, die Frage ist jetzt, kann ich die jetzt ausziehen oder was? Das speichert mich. Würde wirklich interessieren, ob ich die jetzt hier ausziehen kann. Das wäre... Ja, würde mich jetzt schon interessieren. Eigentlich dürfte das nicht gehen, aber... Ich würde es mal versuchen. Kann ich die jetzt nackig machen? Ich würde mal gucken. Beim Klauen erwischt. Das gefällt natürlich niemandem. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ich will nur mal gucken. Na komm, lass ich auch mal gucken. Ich will auch mal hier was zu sehen haben. Ne? Letzter Versuch. Dann quatschen wir mit der Alten einfach normal. Wir wecken sie einfach auf. Hat sie jetzt bestimmt keinen Bock drauf, ja, wir machen es einfach. Oh, es ging sogar. Gut, reden wir mit der Frau. Ich konnte es zwar nicht, jetzt nicht nackig machen, aber ich habe dafür jetzt neue Klamotten. Hallöchen. Piep. Hallöchen. Um was geht's? Sie sehen echt übel aus. Ich hoffe, Sie haben eine Stange Geld dabei. Ich möchte etwas über diesen Androiden aus dem Commonwealth wissen. Diese alte Androidenaufnahme? Ein paar Jungs nahmen die ernst. War aber ein Bluff, ganz klar. Hier eine Kopie des Holobands. Hören Sie selbst. Ich will mehr über dieses Holoband mit den Informationen wissen. Sie nehmen das doch wohl nicht ernst, oder? Das ganze Ödland hat dieses Band zugeschickt bekommen. Gehen Sie jemand anderem auf die Nerven. Ich möchte medizinisches Material kaufen. Ich habe die Vorräte, Sie die Kronkorken. So sieht's aus. Stimpak 37. Haben wir hier irgendwas zum Handeln? Wir haben eine Knarre, das Ding, ein Bleirohr, Baseballschläge, den habe ich gerade vom Barkeeper abgenommen. So, na, ich bleib hier beim Bleirohr. Ich nehme dieses Sturmgewehr, auch immer ich das her habe. Impulsminen, ja, gutes Zeug. Polizeiknüppel, hier bitte. Mini hebe ich mir natürlich auf. Einen Impuls kann ich ja loswerden. Gib mir mal... 2, okay, kostet mir noch 19. Scheiß drauf, ich werde jetzt eh ein paar Leute versklaven gehen. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Tschüss. Darf man fragen, was das soll? Ich will nur eine pennen, so sieht's aus. Ich hole mich nur mal kurz auf diese dreckige Matratze. So, und weiter geht's.
Ja, ich muss ja auch mal gucken. Ich habe hier ein bisschen Schaden einstecken müssen durch die ganzen Viecher, die mich hier angegriffen haben. Ist das so? Das war jetzt Ausgang. Ach ja, stimmt, da gab es noch die Baracken von denen, nicht wahr? Baracken der Sklavenhändler. Dann gehen wir mal rein. Und danke für das Gespräch. Hier drüben! Kampf! Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich hab's. Okay, kann vielleicht sein, dass die einfach nicht wollten, dass ich mich da rumtreibe. Kann sein, ey. Vielleicht haben die mitbekommen, dass ich hier geklaut habe. Das kann natürlich auch sein. Um was geht's? Sie sehen echt übel aus. Ja, wegen Androiden, bla bla bla. Nee, komm, mit dem mache ich jetzt keinen Handel. Sag bloß, du willst dich auf die träge Matratze legen. Okay, dann lege ich mich hier ins Bett. Das ist sehr nett, dass die für mich das frei macht. Okay. Nur dann pennen wir hier mal 6 Stunden, dann ist früher morgen. Ich glaube, dann sind die Sklaven besser auf mich zu sprechen. Wir gucken einfach mal. So, früher morgen. Wir gehen jetzt raus. Oh, was? So, früher morgen. Wir gehen jetzt raus. Weil jetzt dürften die mich eigentlich nicht mehr angreifen, weil ich glaube, die mochten das jetzt nicht, dass ich da einfach nur die an deren Schönheitsschlaf dran genannt habe. Aber jetzt müsste eigentlich alles wieder easy peasy sein, ne? Ich glaube nicht, dass ich ihren Kadaver mit dem übrigen Fleisch in den Stall werfen werde. Geht doch, die mögen mich. Gut, wir speichern nochmal ganz kurz. So. Und dann gehen wir da rein, weil da drin ist nämlich ein Word-Overall von jemand ganz Speziellen. Hallo, Mr. Speziell. Das Ding will ich haben. Word 77 und das Holoband dazu. Hören wir uns das doch mal an. Wie gesagt, keine Ahnung, wo der Scheiß herkam. Aber die Jungs flippen aus. Irgendeine alte Geschichte von früher, von einem Fremden ohne Namen. Lassen Sie das verdammte Ding einfach verschwinden. Wir können es hier überhaupt nicht gebrauchen. Was, wenn es ihm gehört und er zurückkommt? Ja, ja, stell dir mal vor, der Mann würde zurückkommen. Ward 77. Der Mann hat hier für wirklich sehr viel Aufsehen gesorgt. Der war ja wirklich komplett durchgeknallt und hat hier alles mit seinen mit seinen Handpuppen kaputt gemacht und so. Geiler Typ jedenfalls. Und geiler Comic, also ich kann euch nur empfehlen, den Comic mal zu lesen. Reinigungsmittel. Aber wer zum Teufel frisst zum Frühstück Reinigungsmittel? Jetzt mal ohne Flachs, ey. Wir müssen wirklich schon komplett fertig sein mit den Nerven. Alles gut? Na, was macht ihr beide denn da? Jede Menge Betten, nichts zum Plündern. Ne, lass mal. Gut, gehen wir jetzt mal raus und versklaven heute. Jo, ach nee, stimmt, da war noch jemand. Es gibt noch einen Laden, da müssen wir noch rein mit jemandem reden. Moment. Da gibt's noch einen Laden, mit dem wir reden müssen. Moment. So. Darf man fragen, was das soll? Ich mach mein Ding. Vorsicht. Lock and load. Na, wo ist denn der Betreiber? Eine Menge Sturmgewehre, ein bisschen Muni hat er auch dabei. 10 mm. Leere Whiskyflaschen, die müssen echt kein Die haben hier wahrscheinlich echt kein Benehmen. Ein Partyhütchen, ja. Ach,
Da hinten ist er. Ah. Pronto. Reden wir mit dem Mann, weil der macht nämlich ein relativ gutes Angebot, kann man so sagen. Ein Angebot, was wir nicht ablehnen können. Das wird lustig. Hallöchen. Hallo. Sie brauchen eine Knarre? Hab ich. Sie brauchen eine Rüstung? Hab ich auch. Solange Sie die notwendigen Kronkorken haben. Bauen Sie viele Dinge selbst zusammen? Ja, ich mache viel selbst. Ich nehme das Zeug einfach auseinander und setze es wieder zusammen. Ist ganz einfach. Manchmal baue ich auch eigene Waffen. Sie sind ganz schön abgeschieden hier. Wo kriegen Sie Ihre Vorräte her? Na, die Leute bringen mir, was sie bei den Missionen in die Finger kriegen. Bei der Nahrungssuche legt man schließlich immer ein paar Leute um. Die haben Wachen. Und dann will einer den Helden spielen und zieht eine Knarre. Und dann bringen sie das Zeug hier an und tauschen es ein. Das meiste Zeug, das ich bekomme, stammt von diesen Leuten. Die guten Sachen behalten sie für sich selbst. Da bekommen sie also die Reste. Die guten Sachen behalten sie, deswegen ist ihre Auswahl so bescheiden. Üble Sache, Mann. Ja, ich krieg hauptsächlich die Überreste. Knauserige Mistkerle. Ich weiß nicht, wie ich überleben soll, wenn ich nichts Ordentliches angeboten krieg. Was würde es denn kosten, an einigermaßen gute Vorräte zu kommen? Warum geben Sie ihnen keinen Tritt in den Arsch und nehmen sich die Sachen? Ich bräuchte eine Auswahl, die für Sie interessanter ist. Wenn ich mehr Ware hätte, die diese Typen wollen, würden sie mir bessere Sachen anbieten. Leider führe ich dieses Geschäft allein und komme nicht oft raus. Mein Geschäft ist von diesen Blödmännern abhängig. Verdammter freier Marktmann. Was brauchen Sie? Vielleicht kann ich Ihnen Sachen zum Tauschen bringen. Tja, ich könnte dieses kleine Drecksloch wieder ans Rollen bringen, wenn ich nur besser ausgerüstet wäre. Zuerst will ich ein paar chinesische Sturmgewehre. Werden ständig gebraucht wegen der Ersatzteile. 20 dürften mir für den Anfang genügen. Ich verkaufe sie und sollte meinen Bestand ziemlich schnell verbessern können. Willst du noch einen guten geben? Was springt für mich dabei raus? Nun, momentan kann ich Ihnen nicht viel geben, aber sobald der Laden läuft, werde ich Ihnen wesentlich bessere Sachen anbieten können. Als mein Geschäftspartner bekommen Sie natürlich auf alles einen Rabatt. Hört sich nach einem guten Geschäft an. Alles klar. Bringen Sie 20 chinesische Sturmgewehre, dann sind wir im Geschäft. Bringen Sie mir einfach alle, die Sie finden können. Die Dinger brauchen nicht in einwandfreiem Zustand zu sein, denn ich baue sie sowieso auseinander und handle dann mit den Teilen. Nun, ich bin immer hier. Genau, also eins habe ich auf jeden Fall da. Reden wir über die chinesischen Sturmgewehre, nach denen Sie suchten. Haben Sie welche? Ich habe ein Gewehr für Sie. Gut, dann nehme ich Ihnen die Ware eben ab. Aber ich brauche noch mehr. Kommen Sie zurück, wenn Sie mehr davon anzubieten haben. Natürlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich brauche aber noch mehr. Weiter so, Mann. Na, 19 brauche ich noch. Ich möchte mal gucken, was er hat. Klare Sache. Wenn Sie was sehen, das Sie interessiert, sagen Sie es mir einfach. Natürlich. Ah, ja, ja, ja. Sehr bescheiden hier. Lichtbogen, ey. Wir haben noch keinen mit Lichtbogen gesehen, nicht wahr? Ja, ja, ich habe ja schon bei der anderen hier ein bisschen... Stimmt, die Knüppel kann ich hier weghauen. Polizeiknüppel, Muni, was für Muni hast du? Ach Gott, die Muni ist ja furchtbar. Aber ein bisschen Jagdgewehr, klar. Mit so jemandem macht man gerne. Tschüss. Tschüss. Ich schau mich nur mal um. Reinigungsmittel, nee, lass mal... Hast du Altmetall dabei? Nein, aber Sensormodule. Nee. Okay, wir gehen wieder raus. Wir gehen wieder raus. So, ich weiß auch schon, wo ich jetzt erst hingehen werde. Ich glaube... Ja, Ruin von Bethesda wollte ich hingehen, nicht wahr? Wie ist das Fleisch? Hier drinnen kann ich keine Schnellreise machen. Wir gehen raus. Ich könnte aber auch in der Grundschule vorbeischauen. Grundschule ist eine gute... Obwohl... Ruinen von Bethesda sind da jetzt nicht so weit entfernt. Hier, das ist Minefield. Ruinen von Bethesda sind auch hier irgendwo in dem Bereich.
Bin mir unsicher. Ich weiß auf jeden Fall, ich wäre fast an dem vorbeigelaufen. Agathas Haus, wenn ich von dort hingehe. Von Mainfield aus. Wir machen mal von Mainfield aus. Ich habe mich da ja schon mal hin verlaufen. Aber wo könnte der Schrottplatz sein? Es könnte der Schrottplatz sein. Mainfield, wo ich eigentlich mehr gewesen. Hallo, ich bin Mainfield. Irgendwelche Minen, die ich übersehen habe. Ich hoffe nicht. Lock and load. Jetzt mal. Stimmt, ich soll am besten wieder meine Rüstung anziehen, sonst kassiere ich zu viel Schaden hier im Ödland. Das muss jetzt nicht sein. Talon, Kampfrüstung. So. Kampfhelm. Sieht doch gleich viel stylischer aus. Auf geht's, Leute. Wenn ich hier irgendwelche Idioten sehe, werden die einfach dann versklavt. Genau, das ist hier Schrottplatz, genau. Aber, wie ich mich entsinnen kann, auf dem Schrottplatz gab es ebenfalls Raider. Und ich hoffe, ich kann davon einen versklaven. Und wir finden hier noch einen treuen Begleiter, den wir rekrutieren können. Jemanden, den es in jedem Fallout-Teil gibt. Ja, wie gesagt, ich war zuerst bei den Ruinen von Bethesda, wo ich das allererste Mal gespielt habe. Da war ich erst bei den Ruinen von Bethesda gewesen und danach war ich hier beim Schrottplatz. Ja, ich bin wirklich massiv vom Kurs abgekommen. Das kannst du keinem erzählen. Das war eine andere Hausnummer. Wie hardcore man sich einfach nur verlaufen kann. Hallo? Schüsse, ja, ja. Pumpe gefunden, danke. Oh, die sind alle tot, die kann ich ja gar nicht mehr versklaven. Chinesische Knarre, irgendein Sammler. Und der hat ein Wanderer-Outfit. Na, komm her, mein Kleiner, komm her. Dogmeat. Was ist los, Kleiner? Hast du dein Härchen verloren? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe meinen Vater verloren. Willst du mitkommen? Er ist hier draußen gefährlich, so ganz alleine. Halt still, mein Junge. Mit diesem Stimpack geht's ja gleich besser. Ja, genau. Warte bei Walt 100... Obwohl, doch. Warte bei Walt 101 auf mich. Richtig gehört. Ich kann es nicht gebrauchen, wenn jetzt Dogmeat halt irgendwas zustoßen würde. Das könnte ich jetzt nicht gebrauchen, ne? Okay, gut. Reparieren wir mal ein bisschen was. Waffen, was kommt hier noch? Ja, ich kann meine Kampflinde ein bisschen reparieren. Ja. Warte mal. Ist gut. Sehr gut, jetzt weiter. Also, wir haben jemanden vor Walt 101, der auf uns wartet. Das ist schön. Jetzt war jetzt zu den Ruinen von Bethesda. Wo ich eine ganze Menge Raider das Fürchten lehren muss. Ich brauche es eigentlich nicht machen, aber ich tue es trotzdem. Ich lehre ihnen das Fürchten. Für Brühe, wir schlechten sie mal ganz kurz vorbei hier. So. Stimmt, und wenn wir hier den Perk Auftragskiller haben, dann können wir da in die Hütte reingehen. Mäh. Ist kein Witz, das stimmt wirklich. Wenn wir hier einen Schlüssel dafür da, wenn wir den Perk Auftragskiller haben, dann können wir da reingehen. Und wir haben hier Altmetall gefunden. Sehr gut. Noch irgendwas Schönes, Kaffeetassen, Kippen. Erfordert Schlüssel, ja, ja. Beziehungsweise den einen Perk, den ich gerade erwähnt habe.
Speichern, wir haben jetzt einen treuen Begleiter, wir haben gute Ausrüstung, wir können jetzt Leute versklaven. Ich würde gerne, bevor ich die Aufnahme beende, noch wirklich gerne noch jemanden versklaven wollen. Ja. Sag ich so, wie es ist. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich schmeiß ihnen so die Prügel raus. Mausratte, nee. Ach du Scheiße. Die kann ich versklaven, ja. Die ausgeschlossene Bruderschaft, das ist gut. Speichern. Das ist gut, das ist der Jackpot. Ich muss sie halt nur einzeln erwischen. Ich muss ein Lämmchen von der Herde trennen. Den hinteren trenne ich. Warum gehen Sie nicht der Bruderschaft oder so auf die Nerven? Ich habe keine... Hallo, Sie! Haben Sie gerade keine Steine zum Gegeneinanderschlagen oder so etwas? Nee, bleib hier. Hallo, Sie! Ich habe keine Zeit, um mit... Bleib hier. Du musst dich schön von deiner Gruppe entfernen. Warum gehen Sie? Hallo? Ja. Wir trennen ihn. So, jetzt ist er eigentlich weit genug weg, nicht wahr? So, wir speichern. Und dann werden wir ihn versklaven. So ist der Plan. Sie? Haben Sie gerade keine Steine zum Gegeneinanderschlagen oder so etwas? Nein. Oh, nur 27%, das ist schlecht. Was geht hier? Spinn ich oder dreht sich die Welt? Da sieh aber jemand erschöpft aus. Soll ich eine Weile die Sachen für dich tragen? Ja, gib her. Ja, gute Idee. Okay. Hier, ich bin ganz schön müde plötzlich. Ich kann gar nicht mehr richtig denken. Dann gib mal das her. Ach, schön, schön, ja. Das gefällt mir. Gib her. Das nehme ich jetzt alles, aber wo habe ich den vielleicht? Weil ich will nicht komplett überlastet durchs Ödland laufen, ne? Also, ich könnte den ja... Ich weiß nicht, ob er dann damit durch die Gegend läuft. Ich weiß nicht. Nee, komm, wer witzig, wenn er dann so ein, also so was Altes trägt. Warte mal, hier. Wer witzig, wenn er das hier tragen würde. Ja. Ich glaube, sie haben etwas, das... Obwohl, warte mal, ich habe schon nachgeschaut. Du bewegst aber auch deine Lippen, warum? Ich werde kurz die Zeit von dir befestigen. Halt mal kurz still. Sicher. Wozu dient das Ding überhaupt? Stell nach Paradise vor, sonst ist wieder der Kopf im Kragen. Ist eine Bombe. Ich bin jetzt ein Sklave? Bitte nicht umbringen. Ich gehe ja schon. Sehr gut, wir haben... Ey, das ist geil. Ey, für unseren ersten Sklaven ist das doch geil. Das ist mega geil. Wir haben Jackpot. Wir haben jetzt schon auch eine geile Powerrüstung, ey. Wir haben eine Powerrüstung von ausgeschlossen, aber hey, ist eine Powerrüstung. Geil. Okay, das ist mega geil. Das Ding weghauen. Wir müssen halt gerade ein bisschen gucken. Raider. Geil, eine Powerrüstung einfach mal. Wir können unsere Talonrüstung mal reparieren. Warum habe ich so viele Rüstungen da von denen? Egal, reparieren. Wir reparieren mal ganz kurz. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, wieder Ding anlegen. Talon. Ich weiß nur nicht, ob die anderen mich angreifen. Angriff, sollte ich vielleicht Schnellreis machen? Schnellreis wäre clever gewesen, ja. Oh.
niemals erwischen, ey. Alter! Obwohl, ich frag mich nur, wäre es vielleicht cleverer gewesen, quasi versklavt und dann sofort Schnellreise machen. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, Schnellreise wäre die bessere Option gewesen, oder? Weil ich glaube, wenn wir dann wieder zurückreisen, dann sind die mir ja nicht feindlich gesinnt, ne? Wir gucken mal ganz kurz. Wie man sagt, weglaufen ist eine Option, ja? Aber ich werde mal ganz kurz gucken. Überlastet, ja, komm, wir hauen das mal kurz hier weg. Bleirohr, genau. Ja, ich habe jetzt zwar mein Ding jetzt nicht angelegt, aber scheiß mal drauf. So, repariert. So, die Raider-Dinger weghauen. Und dann machen wir sofort Schnellreise. Raider, perfekt, weg hier. Paradise Falls. Hier. Perfekt, und wir sind weg. Und wir haben jemanden versklavt, geil. Ja, jetzt immer eine Belohnung, ne? Und dann gehe ich nochmal zurück zum Schrottplatz und versklavt die anderen Idioten auch noch. Reloading. Ich hab da jemanden. Weiter so. Mit jedem Sklaven, den sie uns bringen, verdienen wir eine Stange Kohlkorken. Hier, ihr Anteil und ein Halsband. Danke, Mann. Ah, schön. Das fühlt sich doch gut an. Gut, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Leute versklaven. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Kids are damn kids playing around with cocks. On the internet. Damn truth.